Ja, also ich kann nur für die USA sprechen, weil die Märkte so in die Höhe geschnellt sind und äußerst optimistisch waren. Selbst im idealsten Szenario, dass das Mittel fantastisch wirkt und alle versorgt werden können, wird es eine Zeit brauchen von der Logistik alleine her. Das Mittel muss auf minus 80 Grad Fahrenheit gekühlt werden. Das können sich zum Beispiel Apotheken und Krankenhäuser in ländlicheren Gebieten oder in ärmeren Nachbarschaften gar nicht leisten in den USA. Also da stehen sicherlich noch Probleme bevor. Es sind gute Nachrichten. Es wird auf jeden Fall der Wirtschaft helfen. Aber es ist kein Allheilmittel, was wie ein Schalter, den man umlegt, wirken wird. Dann lassen Sie es